Servus Leute, neues Video mit mir MT und es geht heute um die Eigenschaften der Flashbang. Die Flashbang in CSGO kostet ja nur $300 und ist halt ein gängiges Tool, um Gegner aus dem Spiel zu nehmen, in die Sicht zu rauben und sie taub zu machen. In diesem Video möchte ich euch aber ein bisschen was darüber erzählen, wie man sie denn genau einsetzt, was die häufigen Fehler dabei sind und wie man diese quasi umgeht. Das erste, was wir bei den Flashbangs lernen sollten, ist, dass es nicht darauf ankommt, dass man sie zum Gegner hinschmeißt, sondern dass es viel wichtiger ist, dass man sie so wirft, dass der Gegner reinschaut. Denn es kommt nämlich nicht darauf an, die Flashbang quasi in seine Richtung zu werfen, sondern in die Richtung, in die er schaut. Um mal hier einen der häufig gemachten Fehler zu zeigen, am besten noch mit einem Befehl. Ihr könnt euch nämlich das Ganze besser anzeigen lassen, wie eine Granate fliegt mit dem Befehl SV-Grenade-Trajectory 1. Angenommen, wir sind CT und es kommen Gegner über kurz gerusht, dann ist es häufig so, dass die Gegner schon meistens am Stein stehen, man sie gespeckt hat und man versucht dann, so eine Granate zu dem Gegner zu schmeißen. Das Problem an dieser Flash ist, dass wenn die Gegner jetzt hier quasi durchrennen, ihr seht's, dauert gar nicht so lange, bis man an der Flash vorbeigezogen ist, sie macht eigentlich so gut wie gar nicht blind. Um euch mal zu zeigen, wie groß die Auswirkungen sind, wenn man die Flashes wirft und man nicht reinschaut. Bestes Beispiel, einfach mal in die Luft schauen, mit Rechtsklick die Granate droppen, nach vorne schauen. Und ich bin so gut wie gar nicht blind. Ich habe zwar dieses Piepen, aber ich bin überhaupt nicht blind, obwohl die Flash quasi genau unter mir lag. Und ihr seht, so sollte man sie nicht schmeißen. Ihr solltet sie lieber so schmeißen, wie gesagt, dass der Gegner bereits hineinschaut. Jetzt habt ihr ja gerade gesehen, dass wenn ich die Flash quasi schon direkt unter mir habe, ich schon nicht blind bin. Also habe ich denselben Effekt natürlich auch, wenn ich sie hinter mich schmeiße. Auch da bin ich eigentlich so gut wie gar nicht blind. Die Flash ist hinter mir aufgekommen. Und genau darum geht es. Wenn ihr versucht, Flashbangs zu werfen, dann habt ihr folgende Option. Angenommen, ihr wollt zum Beispiel ein bisschen Raum einnehmen. Jetzt haben wir zum Beispiel Flashbangs, die man durch Teammates geworfen bekommt. Zum Beispiel so, wenn man jetzt zum Beispiel lang einnehmen will. Dann ist die Flash nämlich genau hier oben und explodiert quasi silent. Viele Leute nennen diese Flashbangs auch Pop-Flash oder Silent-Flash oder goldene Flash. Wobei ich bei Pop-Flash ehrlich gesagt nicht so viel von dem Begriff halte, weil er in meinen Augen nicht sehr viel Sinn ergibt. Also werde ich ein bisschen mehr über Silent Flashes sagen, anstatt über Pop Flashes. Hat das Prinzip einfach, dass sie aufgehen, bevor der Gegner überhaupt darauf reagieren kann und sie geht in der Blickrichtung des Gegners auf. Darum geht es auch. Wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel verteidige, habe ich hier zum Beispiel eine Flash, wenn ich jetzt hier in dem Eck stehe und die Gegner kommen lang gerusht, mein Mate ist vielleicht gestorben, weil er sagt an, dass sie durch sind, dann schmeiße ich eine Flash zum Beispiel gerne mal so. Gegner hat kaum Zeit zu reagieren, so schnell wie die hier ankommt, explodiert in der Luft, sie macht kein Geräusch, ist eigentlich eine sehr gute Flash und sie ist halt logischerweise Blickrichtung. Deswegen sind von dieser Flash auch häufig rushende Gegner sehr, sehr schnell blind. Wenn man zum Beispiel eher so eine Flash wirft, dann hat man genau das vorherige Problem. Sie ist lange sichtbar, sie tupft auf, Gegner kann sich wegdrehen oder ist gegebenenfalls sogar schon dran vorbei. Und gute Gegner, wenn sie feststellen vom Gefühl her, dass sie an einer Flash vorbeirennen können, die tun das auch. Die rennen hier einfach durch, sehen die Flash vorbeirennen. Ich, der jetzt hier quasi da vorne steht, denkt, aha, der ist blind, ziehe rum, aber der Gegner steht schon dort und er schießt mich. Das ist wie gesagt einer der häufig gemachten Fehler. Wenn man jetzt alleine einen Raum einnehmen will zum Beispiel, dann versucht man entweder diese Silent Flashes oder man versucht eine Flash, ich nenne sowas eher gesagt Backflash, weil sie in den Rücken fliegt. Und zieht dann mit der Flash zusammen halt rum. Ihr erzeugt dann eine Art Win-Win-Situation. Weil, wenn ihr die Flash werft und der Gegner sie sieht, dann versucht er sich natürlich davor wegzudrehen. Ihr gebt dem Gegner quasi die Reaktionszeit, sie zu sehen und sich wegzudrehen. Das heißt, er geht vielleicht hier rum, dreht sich weg. Und noch bevor die Flash aufgeht, zieht ihr bereits damit rum und er schießt ihn. Quasi so. Das kann man jetzt vom Timing her natürlich ein bisschen verbessern, ist klar, gibt immer was zu verbessern, aber das Prinzip sollte klar sein. Auf diese Art und Weise hat der Gegner nämlich nur die Option, sich wegzudrehen und ihr zieht rum und er schießt ihn, oder er guckt rein, ihr zieht rum, ist dann wahrscheinlich blind und ihr habt das Feuergefecht quasi in eurer Hand.
Je nachdem, wie ihr das Timing optimiert habt. Aber eine richtige Win-Win-Situation erzielt ihr zum Beispiel, wenn ihr genau das macht, wenn ihr einen Mate dabei habt. Also zum Beispiel hier steht ein Mate oben auf A, der ist jetzt defensiv. Und ihr sagt an, ey, schmeißt du Flash jetzt Richtung lang, zieh mal rum, nachdem ihr aufgegangen ist. Dann habt ihr natürlich die Option mit dieser Flash, aber wenn die sehr weit vorne stehen, dann wollt ihr die ja auch ein bisschen Richtung Headshot-Schräge werfen. Und dann macht ihr genau das. Ihr schmeißt die Flash so, geht damit rum, habt das Duell. Entweder ihr sterbt und die Gegner sind danach blind, dann zieht nämlich euer Mate rum und kann die alle komplett aus dem Spiel nehmen. Oder sie drehen sich alle weg und ihr habt die Option hier, Leute platt zu machen. Deswegen Win-Win-Situation. Jetzt habt ihr natürlich viele YouTube-Videos gesehen mit diesen sogenannten halt Pop-Flashes. Ich sage immer noch Silent Flash dazu. Aber keine erklären so richtig, warum diese so präzise sind und so krass. Und da habe ich ja gerade so einen Teil davon angesprochen. Der Trick ist ja bereits, dass ihr einfach versucht, diese Flash wirklich immer in die Blickrichtung zu schmeißen. Und darüber müsst ihr euch immer Gedanken machen. Das ist der Kern dieser Flashes. Und es ist halt eine Silent Flash, weil man sie nicht hört. Das heißt, der Gegner hat keine Information bekommen, dass eine Flash überhaupt gerade fliegt, weil wenn man dieses Ticken hört, dann dreht man sich häufiger schon mal intuitiv weg. Das macht diese Flashes so mächtig. Bei dieser Flash, die ich gerade gezeigt habe, die fliegt ja quasi hier rüber und landet quasi knapp über dem Loch. Das heißt, wenn ihr quasi als CT retaken wollt, dann haben die Gegner nicht viel Optionen, da reinzuschauen. Das Einzige, was halt sein kann, sie können, weil es halt keine richtige Silent Flash ist, können die Flash... Ja, die war jetzt schlecht geworfen. Die können die Flash halt hören, wenn die irgendwo da vorne aufkommt. Deswegen sind Flashes, die man zum Beispiel ein bisschen von entfernt wirft, aber halt kein Geräusch machen, aber trotzdem denselben Effekt erzielen, besser. Jetzt müsst ihr natürlich permanent ein bisschen umdecken und ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele. Um zum Beispiel das Problem zu beseitigen, dass man hier so eine Flash schmeißt, solltet ihr lieber darauf achten und darüber nachdenken, wie der Gegner jetzt gerade schaut. Das ist natürlich logisch, wenn der Gegner von hier kommt, dass er Richtung A schaut. Das heißt, er guckt in diesen kompletten Bereich. Wenn ihr jetzt eine Flash haben wollt, die den Gegner komplett aus dem Spiel nimmt, dann müsst ihr natürlich ein bisschen warten, bis er vorkommt. Und ihr könnt euch dann quasi, wie auch da, eine Flash so in den Rücken schmeißen und damit dann halt nach einer Zeit rumziehen. Entweder er dreht sich weg oder er ist blind. Ihr könnt das natürlich nochmal krasser optimieren, indem ihr zum Beispiel die Flash so schmeißt, rumrennt, schießt, aber so rumrennt, dass ihr quasi nicht erschossen werden könnt, sondern nur zeigt, ey, ich gehe rum, ich zeige Präsenz, ich schieße. Weil dann wird der Gegner nämlich vielleicht im ersten Moment sich wegdrehen, dann fängt er an zu schießen, dann will er sich wieder hindrehen, weil er sich ja wehren will, dann ist die Flash aber dort. Das heißt, er schaut wieder rein, er zwingt den Gegner quasi reinzuschauen. Dann ist er blind, weicht aus und dann kommt ihr rum und er schießt den komplett. Dieses Rumziehen mit einer Flash, einmal kurz schießen, weggehen, Flash aufgehen lassen und wieder rumziehen, ist eines der krassesten Mittel, um euch alleine aus einer Situation zu helfen. Und das solltet ihr quasi immer dabei berücksichtigen. Andere Flashes auf das 2, die ihr CT werfen könnt, wären zum Beispiel hier sowas. Dann halt quasi die Flash Richtung Auto, von ein bisschen weiter weg. Dann die Flash, die ich wahrscheinlich jetzt gleich nicht hinbekommen werde. Ah doch, diesmal klappt's. Das sind alles so Sachen, die ihr benutzen könnt, um quasi einen Spot einzunehmen oder halt den Gegner komplett aus dem Spiel zu nehmen. Was zum Beispiel wieder häufig falsch gemacht wird, ist, wenn ihr hier steht und die kommen Cutters gerusht und ihr schmeißt die Flash quasi so in die Cutters rein. Das ist einigermaßen okay, aber es ist auch nicht perfekt, weil der Gegner kann ja in der Zeit schon länger raus sein, weil ihr die Steps von hier aus nicht gut hören könnt. Deswegen ist es ein bisschen komisch jetzt für euch im ersten Moment, aber wenn ihr eine Flash zum Beispiel extra gegen die Wand schmeißt, sodass sie wieder etwas weiter in Richtung Spot rennt, fliegt, dann hat der Gegner zwar mehr Zeit, die zu sehen, sage ich jetzt mal, aber er ist auch gezwungen, sich auf jeden Fall umzudrehen, wenn er rausrennt, weil er kann nicht an der Flash vorbeirennen. Er muss sich quasi wegdrehen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig helfen, weil mir das häufiger auffällt mit den Flashes, dass die nicht ganz richtig geworfen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ein Like würde mich sehr freuen, ein Share würde mich sehr freuen und Kommentare generell auch sehr gerne gesehen, Kritik erwünscht. Ich bin mal wieder raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein.